Ihr braucht etwas? So viel, Schwester. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Oh ja, drei, um genau zu sein. Da hätten wir den Strandräuber Dekus. Dann wären da noch der Nomade Marandrujo und der Jäger Anoriat. Der Waldelf betreibt einen Verkaufsstand in der Stadt, aber zum Jagen zieht er sich ins Flachland vor Weißlauf zurück. Tötet ihn dort und es wird keine Zeugen geben. Er ist ein versierter Zauberer. Ihn aufzuspüren wird nicht einfach sein, da er mit den Karawanen reist. Er ist ein argonischer Tagedieb, plündert Schiffswracks. Vermutlich wird er weglaufen, wenn er sich bedroht fühlt. Oder davonschwimmen, wer weiß. Viel Glück und lasst euch nicht umbringen. Ihr braucht etwas. Tötet gut und oft. Guten Morgen. Ihr macht mich nervös. Braucht ihr irgendetwas? Ich weiß, als Frau hat man es im Himmelsrand nicht immer leicht. Aber bleibt stark, dann werden euch die Männer allmählich respektieren und vielleicht sogar fürchten.
Ihr macht mich nervös. Braucht ihr irgendetwas? Wollt ihr mir drohen? Schert euch fort, Hohlkopf. Das lohnt sich nicht. Eure Anwesenheit macht mich ganz unruhig. Bitte geht. Mitleid, meine Dame, und gebt mir ein paar Septime. Eure Anwesenheit macht mich ganz unruhig. Welche Fragen? Bitte geht. Wenn ihr Jagdzubehör braucht, seid ihr genau richtig. Lasst die Finger davon. Wir verkaufen. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, helfe ich euch gerne. Jemand muss etwas unternehmen! Ich mache mich aus dem Staub.
hättet nie herkommen sollen. Gnade! Schattenschuppen sind schon so gut wie vergessen. Eine alte Tradition aus einer anderen Zeit. Was soll ich sagen? Es war genauso, wie ihr gehört habt. Ihr riecht nach toter Katze. Kann ich davon ausgehen, dass ihr euch um Marandrujo gekümmert habt? Ah, gut gemacht. Wirklich gut. Dieses Wagenvolk lässt sich oft verdammt schwer aufspüren. Man muss schon Geduld mitbringen, wenn man einen von ihnen jagt. Sonst wäre es aber auch langweilig, nicht? Hier habt ihr eure Bezahlung. Sie ist wohl verdient. Aha, also hat der Jäger die Angst des Gejagten zu spüren bekommen, hm? Eure Bezahlung, mein Freund. Gut gemacht. Ich persönlich empfinde Argonia als äußerst unberechenbare Gegner, besonders in Wassernähe. Ihr habt ebenfalls gute Arbeit geleistet. Hier ist euer Geld. Im Augenblick nur einer. Ihr müsst eine alte Frau namens Agnes ausschalten, eine Dienerin in der Festung Graumoor. Sie ist ein Dienstmädchen, alt und schwach. Bei diesem Auftrag geht es aber viel mehr um das Wo als das Wen. Eure politischen Ansichten sind eure Sache. Welcher Seite in diesem Krieg eure Loyalität gilt, könnte sich jedoch auf euren Zugang zur Festung Graumoor auswirken. Viel Glück und lasst euch nicht umbringen. Schwester? Ihr braucht etwas? Passt auf euch auf.
Verzeih es mir, es ist wahr. Ein Hofnarr, komplett mit Kappe und Schellen. Im Norden, beim Loreius-Hof. Er zog einen Sarg auf einem Wagen mit einem kaputten Rad. Ich bin gespannt, wie er sich aus der Sache rauslachen will. Wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Thank you.
Militär nicht so stinkenden Kerker. Sterbe ich doch lieber. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? Vorsichtig! Cities Flüstern sei mit euch, Schwester. So etwas spricht sich wirklich schnell herum, nicht wahr? Mein Freund, ihr verbreitet den Geruch des Todes. Ich verneige mich vor euch. Immer noch hier? Was ist... Keine Angst, mein Freund. Ich erspare euch meine spöttischen Kommentare zur Ermordung einer hilflosen alten Frau. Eine besetzte militärische Anlage zu infiltrieren und sie mit heiler Haut wieder zu verlassen? Das ist keine Lachnummer. Gut gemacht. Eure Bezahlung für gute Dienste. Ja, zwei. Ich werde aber bald nichts mehr für euch haben. Eure Ziele sind der Dunkelelfen-Zauberer Maluri, der sich in der Zwergenruine Mesintjaleft aufhält, und Helvard, der Huskarl von Falkenring. Tötet diese beiden und ich werde euch einen letzten Auftrag zuteilen. Ich kläre gerade noch die letzten Einzelheiten. Ihr habt Leute zu töten, mein Freund. Macht euch ans Werk!